Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich habe mir heute mal wieder gedacht, weil ich keine Idee habe, was ich heute hochladen möchte, dass es vielleicht wieder eine Zeit, auf eure garstigen und beschissenen Memes zu reagieren. Dafür brauche ich meine Kopfhörer an der Stelle auf jeden Fall nicht. Ich frage mich, warum ich die jedes Mal wieder aufziehe. Meine lieben Freunde, der liebe Thomas ist so wie auch eigentlich jedes Mal. Ich weiß auch nicht, warum diese Videos so viele Aufrufe bekommen, weil eigentlich ist es immer das Gleiche. Ich gucke mir irgendwelche blöden Bilder an und reg mich darüber auf, wie kacke sie sind. Also jedenfalls ist der liebe Thomas so wie immer in die Weiten des Internets gezogen, auf einer magischen und epischen Reise ins Zauberland der Memes eingebrochen und hat dann folgende Dinge für mich heraussuchen können. Ich werde mir jetzt so wie eigentlich auch immer die Memes von euch anschauen, mich darüber aufregen, das Ganze auf 10 Minuten strecken und damit möglichst viel Geld verdienen. Super Leute, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten. Frage Nummer 1, woher kommst du? Aus Australien, cool. Wo ist Tralien? Ernsthaft. Ja, Adrevis und Rage, da geht schon wieder los. Danke dafür auf jeden Fall. Aus Tralien komme ich. Hahaha, wo ist denn Tralien? Auf jeden Fall ein Witz, den ich bis dato so noch nie gehört habe. Kann ich aber auch nachvollziehen, dass ich den bis dato noch nie gehört habe, weil der Witz echt scheiße ist. Gut, jetzt sehe ich natürlich auch noch einen kleinen Rechtschreibfehler da unten, dass da ein T fehlt. Das ernsthaft ist aber gar nicht so schlimm. Revis und Rage, ich bedanke mich trotzdem bei dir. Ne? Versuchen es alles, ist dann doch zu schaffen, ist was anderes. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum nächsten Bild. Wenn eine Kuh Verhütungsmittel verwenden würde, würde sie dann Kaugummis. Boah. Leute, ich denke mir eigentlich wirklich jedes Mal, wenn ich diese Videos aufnehme, hast du nicht eigentlich jeden Pun, jeden Flachwitz und jeden dämlichen Wortwitz schon mal irgendwo gelesen und ihr schafft es trotzdem immer wieder, dass ich hier sitze und denke, es ist Zeit, mir wirklich dieses Messer einfach ins Auge zu stecken, damit ich sowas nie wieder in meinem Leben sehen muss. Wieso liegt hier ein Messer? Das geht nicht gut aus, Alter, wirklich nicht. Hab neulich Milch fallen lassen, sie war nicht mehr halt... Ja, hier ein kleines Simon Ungemim an der Stelle. Auf jeden Fall richtig krank lustig. Kann ich auf jeden Fall, also da muss ich jetzt sagen, da habe ich auch schon jetzt... Da musste ich auch jetzt schon tatsächlich kichern. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Milch ist Gift, also fasst die ja nicht erst an. Die Moral der Geschichte, wer Milch trinkt, dem, der sich die Beine bricht. Ganz genau. Toller Spruch, Revi. Hi, wo kommst du her? Australien. Cool, und wo ist Australien? Ja, Revi, mit dem Unterstrich. Da hat man sich wohl dann hier inspirieren lassen von wem anderen. Wenn ihr jetzt vielleicht so nett wärt und nicht so wie ich den Content von anderen klauen würdet, wäre das echt cool. Ihr seid, wie gesagt, diejenigen, die diesen Kanal am Laufen halten. Ich bin das auf jeden Fall nicht, denn nur durch euren Content kann ich tatsächlich diese ganzen Sachen machen. Wo wir gerade von geklauten Content reden, meine Freunde. Okay. Wo muss ich operieren? Messer! Skalpell! So, was haben wir denn hier? Ah, Sie wollen eine Schönheitschirurgie haben. So, dann... Oh Gott, tut mir leid, da kann ich wirklich nichts machen. Da hört's dann auch auf. Ich bin sofort da! Wo muss operiert werden? Ich bin sofort zu schnell! Ich kümmere mich drum, ich bin Arzt! Ihr habt ja sicherlich gesehen, dass da wunderschöne Greenscreen-Clips wieder vorher gewesen sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die wieder unter Hashtag GreenRevi auf Twitter postet. Ihr könnt diesen wunderschönen Boy und mich hier markieren, meine Freunde Thomas und mich. Und dann wird das Ganze wieder in einem tollen, tollen Video landen. Ich freue mich auf jeden Fall echt immer darauf und es macht wirklich richtig viel Spaß, diese Greenscreen-Dinger sich anzuschauen. Bei den Memes sieht das leider Gottes ganz anders aus. Also wie gesagt, hier an der Stelle vielleicht einfach nicht die Ideen von anderen Leuten klauen, weil das ist mein Job und nicht euer. Ihr seid diejenigen, die den originalen Content hier machen und ich bin derjenige, der darauf reagiert. Ganz einfach. Entschuldigen Sie bitte, ich suche den Bahnhof. Ich verzeihe Ihnen, suchen Sie rück weiter. Ja, suchen Sie rück weiter wäre dann tatsächlich in der Ausführung lustiger gewesen. Ufo.girls. Wie jeder weiß, haben wir hier sehr viele Girls im Ufo, unter anderem Thomas und auch Dena. Gut, Dena ist dann leider ausgezogen, weil es ein bisschen Zickenkrieg mit Thomas gab. Lange Rede, kurzer Sinn, der Witz ist auf jeden Fall überhaupt nicht angekommen bei mir und ich frage mich tatsächlich, warum ich überhaupt noch existiere. Machen wir direkt weiter. Wollen wir uns morgen treffen? Du meinst wohl heute lustige Leute um 2 Uhr nachts. Boah, ohne Witz, das ist einfach eine Sache. Da muss ich sagen, Revi, mir tut mir leid, da muss ich dir jetzt echt an der Stelle mal Zuspruch gewähren, obwohl das eigentlich gar nicht meine Art ist. Leute, ich hasse nichts mehr als diesen einen Allmann, der sagt, yo, wann fahren wir denn morgen zurück? Und du bist so im Club und dann sagt derjenige, also eigentlich ist es schon 0.02 Uhr und oder wenn ich halt vor 12 frage, hey, wann fahren wir heute zurück? Und derjenige sagt, oh, willst du heute Abend schon nach Hause? Weil morgen wäre ja theoretisch ein neuer Tag. Dann ist für mich eigentlich der komplette Abend gelaufen und ich muss mich irgendwie selbst betäuben. Im besten Falle funktioniert das dann einfach tatsächlich so, dass ich alleine nach Hause fahre und heule. Kann ich komplett fühlen, dieses Meme. Muss ich ganz ehrlich sagen, Revi-Meme, da hast du echt bei mir einen Nerv getroffen. Und zwar mein Allmann-Gehen. Ich mache sowas tatsächlich, glaube ich, selber auch. Aber ich hasse trotzdem die Leute, die sowas auch machen. Das ist sehr komplex in meinem Kopf, was da drin abgeht. Im Kunstunterricht bei Mädchen. Deins ist voll schön. Deins ist viel schöner. Bei Jungen, deins ist voll hässlich. Deins ist hässlicher. Deine Mutter ist hässlich. Ohne Witz, Leute. Genau das fühle ich. Genau das fühle ich auch. Ich meine, ich bin derjenige, der damals tatsächlich, kurze Anekdote aus meiner traurigen Kindheit. Ihr seht, Leute, der Hintergrund hat sich zum Klassenzimmer geändert. Es ist absolut toll. Alles ist schwarz-weiß. Traurig, sentimentale Musik. Jetzt bitte hier. Meine Freunde, ich habe damals in der 7. Klasse die Möglichkeit gehabt, einen Wahlfachkurs zu belegen. Ich wollte in den Werken unterrichten, wollte gemeinsam mit meinen coolen Jungsfreunden coole Sachen aus Holz bauen.
Hab dann leider als zweites Wahlfach Kunst angekreuzt und bin dann tatsächlich in den Kunstkurs gekommen und hatte im ersten Halb eine 5 und im zweiten eine 4 und dann musste ich mich irgendwann auf eine 3 runterlutschen. Fragt einfach nicht, wie das passiert ist. Ich habe es trotzdem geschafft, eine 3 zu bekommen. Traurige Anekdote aus meiner Kindheit. Ein paar meiner Kunstwerke hängen tatsächlich momentan auf der Rügenwalder Müllhalde. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Die ist direkt neben der Rügenwalder Mühle. Absolut lohnenswert, da mal nicht vorbeizufahren. Gut, ich weiß jetzt nicht, warum Thomas diesen Screenshot hier nochmal gemacht hat. Scheinbar Thomas. Super, er ist nicht hier, immerhin. Gut, dann machen wir einfach weiter und ignorieren das. Ich bin wunderschön mit einer Menge Fantasie. Ja, tatsächlich sehe ich auf dem Bild wirklich aus wie die letzte Missgeburt. Da kann man auf jeden Fall nichts anderes zu sagen, Leute. Das ist halt ungefähr mein Blick, wenn ich dann 2 Stunden geschlafen habe und realisiere, ich muss morgen noch 600 Videos vorproduzieren. Eventuell noch ein DJ-Set aufnehmen, vielleicht noch den einen oder anderen Dreh fertig machen und eventuell noch den einen oder anderen Stream unterhauen und dann irgendwann noch Zeit für deine erbärmliche Freizeit finden. Maximal unmöglich, meine Freunde. Daher auf jeden Fall dieser genervte Gesichtsausdruck von mir. Kann man auf jeden Fall auch fühlen. Ich glaube, ich wache genau jeden Morgen mit diesem Gesicht aus. Aber Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich auf jeden Fall mit 11 der hübscheste YouTuber von allen. Super, machen wir direkt weiter. Thomas, halt am besten komplett dein Maul und... Perfekt, danke dafür. Thomas, darf ich ganz kurz fragen, warum du dieses Bild hier noch reingeschnitten hast? Ich meine, also... du, weil es dir nicht aufgefallen ist. Dass mein Gesicht so aufgebläht ist. Ja, also der Ersteller von diesem Meme hat sich hier ganz viel Mühe dabei gegeben. Ist das nicht aus dem Video einfach? Ja, stimmt, dann weiß ich, das ist noch besser. Super, perfekt. Wenn du dich selbst googelst und Google mehr weiß als du selbst. Ja, tatsächlich, meine Freunde, war ich glaube ich schon 3-mal Vater. Und was soll ich dazu sagen, meine Freunde? Nee, aber tatsächlich kenne ich das Gefühl wirklich sehr gut. Wenn ich dann teilweise irgendwelche Sachen lese, gerade auf einschlägigen Seiten wie Promiflash, die leider sich dafür zu fein halten, um über mich zu berichten. Trauriges Leben an der Stelle wieder, naja, was soll man machen? Jedenfalls lese ich dann trotzdem auf irgendwelchen zweitklassigen Celepedia Boulevard-Presseseiten irgendwelche Dinge, wo ich mir denke, okay, wann ist das passiert und wann habe ich angeblich das und das gemacht? Aber Google weiß da tatsächlich echt oft mehr als ich und genau das ist dann das Gesicht, was ich mache und genau meine Lippe ist dann auch genau in dem Moment genauso kaputt. 2 Dinge, die mir passieren wären. Eine Kuh, die fliegt und Revi, der Gains bekommt. Ja, wartet ab bis nächsten Sommer, meine Freunde. Dann mache ich 1 gegen 1 gegen Zuschauerkämpfe. Wisst ihr, es gibt YouTuber aus den USA und aus England, die kämpfen gegen andere YouTuber. Ich habe mir gedacht, meine Freunde, ich komme einfach zu Gamescom hin und mit Boxhandschuhen und kämpfe einfach gegen Zuschauer. Also wenn ihr das wollt, meine Freunde, lasst auf jeden Fall jetzt hier schon mal 900.000 Daumen nach oben da. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, dass ihr da auch Bock habt. Ach ja, und die fliegende Kuh, absolut witzig. Wenn du merkst, dass 90% der Memes auf diesem Subreddit einfach irgendwelche Flachwitze aus dem Internet sind und Bilder von Revi sind. Danke, dass du es zusammengefasst hat, Hide the Pain Harold, auf jeden Fall. Richtig, richtig schön. Hier hat es auch jemand auch absolut auf den Punkt gebracht, meine Freunde. Mein Subreddit ist wirklich das unangenehmste Subreddit auf ganz Reddit, meine Freunde. Memes sehen da aus wie Memes, die von 60-Jährigen erstellt worden sind. Da bin ich auf jeden Fall echt stolz darauf, dass ihr es geschafft habt, die unglaublich schöne Kultur der Memes einfach in den Dreck zu ziehen mit euren Bildern. Da bin ich wirklich echt dankbar für, meine Freunde. Und trotzdem freue ich mich darüber, weil ich dir diese Videos machen kann. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, manchmal lache ich ja auch drüber. Aber Hide the Pain Harold hat ja absolut recht. Es ist unterirdisch, was da gerade abgeht. Also kommt einfach ins Subreddit, der Link ist in der Beschreibung. Und Leute, ich möchte Deep Fried Spice die Memes jetzt sehen, bitte. In Deutschland gilt man als arm, wenn man aus einer Schulter, wenn man aus einer Schulter wächst. Wenn man aus... Oh. Boah, Mann, ich musste erstmal nachdenken und... Oh, Mann. Leute, ihr könnt doch sowas nicht machen, Alter. Das ist doch nicht witzig. Mama, ich hab Hunger. Mutter, mach dir ein Brot. Ich hab keine Lust auf Brot. Dann bist du nicht hungrig. Ja, alles klar. Okay, kenne ich ganz genau den Moment tatsächlich, wenn meine Mutter sagt, mach dir ein Brot. Das ist immer so die Allgemeinlösung. Hey, Mama, ich hab mir den Arm gebrochen. Mach dir doch ein Brot. Hey, Mama, mein Bruder ist gerade gestorben. Dann mach dir doch ein Brot. Hey, Mama, ich hab eine 6 in der Schule und werde wahrscheinlich niemals meinen Abschluss schaffen. Dann mach dir doch ein Brot. Hilft im Regelfall nicht weiter, Leute. Ich kann euch da nur empfehlen. Fragt doch eure Mutter einfach mal ganz nett, ob sie euch nicht vielleicht was kochen kann. Oder werdet einfach selbstständig und lernt einfach selber kochen, ihr faulen Stücke. Vor einem Revi-Video. Nach einem Review. Oh, ein Original Meme. Hier hat jemand einfach seinen Lego-Kopf rumgedreht, meine Freunde. Spicy auf jeden Fall finde ich ganz gut. Hier auf jeden Fall der Ausdruck, den ich tatsächlich jeden Morgen habe, wenn ich Thomas dann in seinem Müllberg hier im UFO sitzen sehe. Ganz ehrlich, meine Freunde, wenn ich jetzt diesen Greenscreen runterziehen würde, da vorne ist ein riesiger Messi-Haufen, in dem Thomas arbeitet. Keine Ahnung, wie der existiert. Ich freue mich wirklich, dass das im neuen Büro anders aussieht. Wehe, du machst jetzt diesen scheiß Greenscreen runter, dann hör auf da hinten in deinem Müll rum. Junge, lasst gut sein jetzt, Mann! Es gibt keinen Kommen. Revis Community, Thomas ist der wahre Star. Schuld der Memes im Video auf Thomas schieben, Revi. Absolut ich tatsächlich. Thomas ist der wahre Star des Kanals. Muss ich tatsächlich passen, Leute. Thomas hat absolut nichts mit meinem Kanal zu tun und wird auf jeden Fall immer weniger Screentime bekommen. Weil, ganz ehrlich, ich glaube... Thomas, ja. Es reicht. Warum kochst du nackt? Im Rezept stand scharf anbraten. Ja, auch witzig, meine Freunde, weil ich natürlich der schärfste Boy überhaupt bin. Wie gesagt, wie ich eben schon wiederholt habe, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich ein maximaler 11 an der Stelle und kann das auf jeden Fall nur befürworten. Nichts für Revi, danke schön dafür. Das nennt ihr einen Schnurrbart? Das ist ein Schnurrbart. Oh, fuck. Ja, yeah, meine Freunde, das ist ein gottverdammter Schnurrbart, Leute. Ist es eigentlich mal Zeit, dass ich den immer wachsen lasse, oder?
Ich meine, das war doch wirklich echt eine glorreiche Zeit, oder? Dieser rostbraune Schnurrbart über meiner Lippe, der einfach aussah, als hätte ich tatsächlich irgendein Kuharschloch geleckt oder sowas. Richtig nice. Ich glaube, es ist an der Zeit. Vielen Dank für dieses Original-Meme. Dafür gibt es auf jeden Fall heute 2 Claps. A la PewDiePie inspiriert und du hast auf jeden Fall heute diese Folge gewonnen. Ganz stark. Shocking Footage of the German YouTubers stealing Content from PewDiePie. Gut, jetzt müsste das Bild eigentlich weitergeführt werden, wie PewDiePie gerade Content von anderen klaut und eigentlich das ganze Ding nur tatsächlich eine unglaubliche Content-Drehscheibe ist, wo Leute untereinander klauen. PewDiePie, es ist schade, dass du nicht am Creator Summit gewesen bist. Ich hab's auch schon zu den YouTube-Mitarbeitern gesagt. Wärst du da gewesen, hätte ich dir dein Content direkt vor Ort geklaut und nicht noch 2 Tage warten müssen, bis du das Video hochgeladen hast. Grüße gehen raus an dich, Felix. Schön, dass du mir immer noch auf Twitter folgst, aber mich wahrscheinlich blockiert hast oder gemutet hast, weil du mir nicht mehr antwortest. Naja. Gut, meine Freunde, damit sind wir wieder am traurigen Ende meines Lebens angekommen. Also zumindest dieses Videos, wie man lange mein Leben noch laufen wird, das weiß ich an der Stelle nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die rege Teilnahme, meine Freunde. Nehmt meinen Sarkasmus bitte nicht allzu ernst und fangt nicht an zu heulen, wenn ich euch einmal fertig gemacht habe, ja. Seid einfach nett zueinander. Macht weiter gerne Memes, ich freue mich darüber. Ich küsse eure Augen rechts, links, oben, unten. Hab euch ganz doll lieb. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüss.